Das Ziel eines jedem lebendigen Organismus auf dem Planeten Erde ist das gleiche. Jetzt werdet ihr sagen, was? Ich habe doch ganz andere Vorstellungen vom Leben als du. Nein, hast du nicht. Jedes Lebewesen strebt danach, Glück zu erreichen und Leid zu vermeiden. Wieso die Mr. Raw Masterclass? Wir leben in gefährlichen Zeiten. Auf der einen Seite haben wir einen tiefen Abgrund, wo wir uns in dessen Richtung wir uns bewegen. Auf der anderen Seite haben wir Superfoods. Wir haben extrem hochstehendes Wissen zum Thema Gesundheit, zum Thema Bewegung, neueste Technologien, die wir alle integrieren können. Ihr habt die Wahl, ihr könnt euch entscheiden, gehe ich den einen oder den anderen Weg. Und wenn ihr euch für den einen entscheidet, dann steht ihr vor dem nächsten Chaos. Und zwar, wie soll ich meinen Tag so durchstrukturieren, dass er perfekt an diese neuesten Erkenntnisse angepasst ist? Wie kann ich das alles in den Tag integrieren? Wie kann ich diese neuesten Erkenntnisse kombinieren? Das alles werdet ihr in diesem Kurs lernen, um zu mehr Lebensenergie zu kommen. Denn worum geht es im Leben? Es geht darum, Glückseligkeit zu finden, Freude zu haben und zu lachen. Und mehr Lebenszeit zu generieren, in der man mit Freunden, Bekannten, seinen Liebsten eine neue Menschheitskultur, ja, eine neue Menschheitskultur der Freude, der Glückseligkeit und der Gesundheit begründen kann. Was wirst du lernen in der Mr. Raw Masterclass? Einerseits wirst du, wenn du willst, ausgebildet zu einem echten Ernährungs- und Gesundheitsexperten. Andererseits kriegst du aber auch ganz einfache Lösungen für deine persönlichen Symptome an die Hand. Ich habe diesen Kurs nach ganzheitlicher Gesundheit so strukturiert, dass ich wirklich alle Ebenen der Gesundheit, die drei Säulen, Ernährung, Bewegung und Entspannung, durchgehe und euch zu jeder einzelnen Säule detailliert erzähle, wie ihr sie optimieren könnt. Übergeordnet über diesen drei Säulen steht das Thema Licht. Chronobiologie. Denn wie wir jetzt durch neueste Erkenntnisse aus der Chronomedizin gewonnen haben, steuern Licht und Sonne ganz, ganz viele körperliche Stoffwechselprozesse. Wo wir schon beim Stoffwechsel sind, wirst du auch darüber kleine Details erfahren, die dir dabei helfen, ihn zu optimieren. Und nur damit wird der venöse Rückfluss ermöglicht. Das heißt, es kommt dazu, dass die Venen das Blut zurückpumpen ins Herz und das Herz-Kreislauf-System aktiviert wird. Beim Sungazing würde das Licht über deine Linse ins Auge fallen und dadurch verschiedenste chronobiologische Stoffwechselprozesse in Gang setzen. Beispielsweise die Faltung deiner Eiweiße, aber auch die Aufnahme von Mineralstoffen. All das wird durch Photonen, also man spricht da auch von der Photomedizin, also von ganz bestimmten kleinen Lichtteilchen, gesteuert, die dann in den Körper eindringen und alle körperlichen Prozesse regulieren. Weil die Arterie, die ist flexibel und die hat auch eine Spannung, genauso wie der Darm. Und wenn die immer angespannt ist und nicht schön schwingen können, ja, nicht schön pulsieren können, dann fließt da alles nicht optimal. Stress ist laut Dr. Bruce Lipton für 99,8% aller Krankheiten verantwortlich. Ja, wir werden bis ins kleinste Detail gehen, damit du, wie gesagt, einerseits Ernährungsexperte sein kannst, andererseits aber einfach mal reinschauen kannst, hey, was hat der da für Ansätze? Wie kann ich mir da die Sachen rauspicken, die ich jetzt gerade für mich brauche? Oder besser gesagt, du wirst Einblicke in meinen Tag bekommen, wie ich wirklich morgens aufstehe, ja, jetzt wird's lustig, wie ich auf Toilette gehe. Ja, sogar die Praxis des Toilettengangs ist eine kleine Wissenschaft für sich. Wie verwende ich meine ätherischen Öle? Wie verwendest du am besten deine ganzen Pflegeprodukte? Wie wäschst du dir deine Haare? Das sind alles so Kleinigkeiten, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber die, um dieses gesundheitliche Level maximal zu potenzieren, alle von wichtiger Bedeutung sind. Grundsätzlich nehme ich aber diese Seife. Und da haben mich viele gefragt, hey David, wie machst du das mit der Naturseife? Und deswegen demonstriere ich das jetzt mal. Ich nutze diese beiden Schwämme rein aus natürlichen Bestandteilen, Korallen etc. und reibe sie damit ein. Ja? Beide Seiten schön damit einreiben. Du siehst, sie hat hier schon ihre Spuren hinterlassen. Und nachdem ich sie eingerieben habe, reibe ich damit über den Körper. Dadurch ermöglicht es den Hautschuppen und der Haut sich zu reinigen, Schweiß und andere Sachen schön abzuholen und gleichzeitig eine kleine Massage, ein Peeling für meine oberen Hautschichten zu machen, was zur Durchblutung fördert. Dann, geile Sache, auf die Füße, ja auf die Fußsohlen, das zeige ich dir jetzt mal und werde dir dazu eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war es damals so, dass die Diebe sich, wenn sie bei den Menschen irgendwelche Sachen stehlen wollten, Thieves auf die Füße geschmiert haben. Denn sie wollten ganz bestimmte Menschen, nämlich die Menschen, die an Pest erleidet sind, ja, überfallen und wollten sich nicht anstecken.
Und deswegen haben sie sich mit dieser speziellen Öle-Kombination eingeschmiert und waren dadurch immun gegen die Pest. Die Öle werden über die Füße wunderbar aufgenommen. Oh, und ich merke schon, wie es anfängt leicht zu brennen. Und diffundieren dann innerhalb von 8 bis 20 Sekunden in den ganzen Körper. Du hast also hier auch die Möglichkeit, davor dich zu schützen, dass du meistens in deinen Schuhen eine synthetische Sohle hast. Und wenn du dann diese Öle aufträgst und danach am besten noch Bio-Baumwollsocken oder hochwertige Socken, dass du da einen Schutz hast vor den ganzen synthetischen Stoffen, die du sonst über den Schweiß und die Füße aufsaugen würdest mit diesen ätherischen Ölen von Yang Living. Du siehst, es geht hier um viel mehr als Ernährung. Was für einen Einfluss hat die Zeit auf biologische Lebensformen? Und da gab es in jüngster Zeit, ja, das weiß euer Hausarzt wahrscheinlich, dein Hausarzt wahrscheinlich noch nicht, neueste Erkenntnisse, die alles aus der Bahn werfen, was bisher da gewesen war. Und zwar ist es so, es kommt darauf an, zu welcher Zeit du was machst. Was, wenn ich dir jetzt sage, du kannst die gesündeste Nahrung zu dir nehmen, wenn du es in der Nacht zu dir nimmst, zerstörst du deinen Körper. Was, wenn ich dir sage, du kannst dich so super entspannen, wenn du dich den ganzen Tag entspannst oder zur falschen Zeit, dann ist das kontraproduktiv für deine Gesundheit. Und so ist es, dass wir verstehen, dass die Chronobiologie der Schlüssel zur Gesundheit ist. Das haben noch nicht alle geblickt und deswegen bist du hier hochgradig privilegiert, in diesem Kurs schon als Erster zur Chronobiologie mal ganz konkrete Maßnahmen zu bekommen, zu verstehen, wie ist der Einfluss und wie kannst du ihn steuern. Das heißt, wenn du dich detailliert an diesen Plan hältst, kannst du tatsächlich schwerwiegende Krankheiten vorbeugen oder sogar starke Energiedefizite wieder ausgleichen. Es wird dir also ein ganzheitlicher, wirklich holistischer Plan ermöglicht, den du einfach auf dein Leben eins zu eins übertragen kannst. Und das heißt, du brauchst keine Angst davor haben, dass der Plan dich überfordert, weil er so detailliert, so strukturiert ist, dass er selbst dich als Laie oder Amateur, der jetzt gerade in dieses Gesundheitsthema eintaucht, abholt auf seinem Level und dich ganz detailliert durch den Tag bringt. Und das habe ich in der Praxis jetzt schon seit 3 Jahren erprobt an 1500 Menschen, mit denen ich Bioscans und Ernährungsprogramme gemacht habe. Denn oftmals sind solche Kurse, muss ich leider sagen, sehr kompliziert oder nicht praktikabel. Wir haben heute nun mal meistens einen 8-Stunden Arbeitstag, aber auch den kannst du so designen, dass er optimiert wird. Dass du in diesen 8 Stunden Arbeitstag trotzdem zur Gesundheit findest, auch wenn du vor einem Laptop sitzen musst. So, und nach der Arbeit nicht müde zu sein, sondern fitter als zuvor. Denn das ist es. Das Universum und die Gesundheit sind einfach. Und ich freue mich, dich begleiten zu dürfen. Dein David.